und herzlich willkommen zu einem neuen Feedback-Video hier auf dem Kanal vom Erzgebirge 80. Nochmal aus meiner Küche gesendet. Und nachdem ihr vielleicht das Apple-Video schon gesehen habt, schauen wir uns jetzt das Ganze mal für Samsung an. Bei Samsung fangen wir mit einem Gerät an, was ich nicht mehr da habe. Das ist letztes Jahr gewesen, im Herbst. Der eine oder andere hat das Video vielleicht auch gesehen. Das war das Galaxy Tab S6 Lite. Für mich eine der, muss ich jetzt ganz charmant noch ausdrücken, größten Enttäuschungen aller Zeiten. Also das Tablet war da und so wie es kam, habe ich mir es vielleicht 4-5 Wochen angeguckt und dann habe ich es wieder verkauft. Warum? Weil es einfach unpraktisch war. Aber richtig unpraktisch. Wir reden nicht von der Rechenleistung. Da war noch alles schick. Das hat noch gepasst. Das ging alles noch im Rahmen. Aber wobei mir dann wirklich der Ofen aus war, man hat kein Fingerprint-Reader gehabt. Weder im Rahmen, noch irgendwo, noch hinten dran, noch im Display, da war nichts. Also, wer das normale S6 hat, ist ja da gut verwöhnt. Aber das S6 Lite, es bietet da ja gar nichts. Dann gibt es ja diese Funktion, da erkennst du Samsung Pass. Das heißt, wo ich mir meine Passwörter in die Formulare oder in irgendwelche Anmeldeoptionen, Masken einsetzen lassen kann und bestätige das mit dem Fingerabdruckreader. Die Funktion steht auf dem Gerät nicht mal mehr zur Verfügung. Weil es gibt ja keine biometrische Anmeldemöglichkeit. Leute, also 2020 habe ich da eine andere Erwartungshaltung. Wer sowas verkauft für auch das Geld, und es war ja schon mal nicht mehr ganz billig, da muss ich sagen, geht gar nicht. Wer sowas Preiswertes sucht, der sollte lieber, ich sage das jetzt mal ganz hart, jetzt zum A7-Kauf greifen von Samsung. Habe ich nicht getestet, habe ich aber schon auch viel drüber gelesen, habe es auch schon mal in der Hand gehalten. Da seid ihr weitaus besser dran. Das hat genauso wenig den Button oder den Fingerprint-Reader. Also auf die Funktion Samsung Pass verzichtet ihr dort auch. Aber es ist wenigstens preiswert. Das kriegt ihr irgendwo schon für 150 Euro weniger als für ein S6 Lite. Und da muss ich einfach sagen, Leute, dann schwenkt um, wenn er das braucht. Das einfach als gut gemeinten Rat vorab. Ich möchte keine Bewertung für das Galaxy Tab S6 Lite machen. Das fände ich ja auch unfair. Aber keine Empfehlung von mir. Da lieber den weglassen. Wenn ihr wissen wollt, was Samsung Gutes letztes Jahr geboten hat, dann sind wir jetzt gleich dabei. Was hat Samsung uns eine tolle Technik für das letzte Jahr geboten? Das Note 20 Ultra mit 5G. Und das ist wirklich ein tolles Gerät. Also das nutze ich auch leidenschaftlich gerne im Alltag. Ich finde den Stift für die Eingabe wirklich super. Das macht richtig Laune. Ich habe es mir in Mystic Bronze bestellt. Daher ist das ein goldenes Handy. Ja, mir gefällt das. Das macht wirklich was her. Ich kann es nur empfehlen. Es gibt noch diese Cover-Variante, diese Flip-Cover von Samsung. Wenn ihr das in Schwarz dazu nehmt, nicht das Mystic Bronze, gibt es auch in Bronze. Sieht dann eher rosa aus. Nehmt euch das Schwarze, macht das Schwarze und dieses Mystic Bronze-Gerät. Das sieht richtig edel aus. Kann ich nur empfehlen. Bedienung top. Akkulaufzeit für das große Gerät auch sehr gut. Display sehr gut. Preise sind ein bisschen gefallen, das heißt, ihr kriegt jetzt auch schon preiswerter zu kaufen. Dual SIM, beides mit 5G. Da geht leider Daumen hoch. Ihr habt wirklich ein hervorragendes Gerät, mit dem ihr alles machen könnt. Verarbeitung toll. Also hier muss ich wirklich mal knallhart sagen, alles, was Samsung richtig machen kann, haben sie bei dem Gerät auch richtig gemacht. Es ist groß, das muss man wissen.
Das heißt aber auch Note. Es ist kein normales. Ich glaube aber, wer sich sowas kauft, der hat einen anderen Plan damit. Da wird er hingehen und sagen, ich möchte damit vielleicht mir Notizen machen. Ich will mir irgendwas aufschreiben während irgendeiner Beratung. Das könnt ihr hiermit hervorragend tun. Also wirklich, der Stift ist klein, aber praktisch, er geht. Ihr könnt damit sauber auf dem Display schreiben. Sobald ihr unten den Stift rausklickt, das ist wie so ein kleines Klickvariantchen, dann habt ihr da wirklich ein Schreibgefühl, das ist gut. Also ich kann sogar unterschreiben und man erkennt, dass die Unterschrift meine ist. Also ihr kennt das vielleicht manche anderen Handhelds, wo dann ja irgendwelche, ich sag mal, Sauklauen rauskamen. Habt ihr hier nicht gut gemacht. Klare Empfehlung von mir für das Note 20 Ultra 5G. Beide Daumen hoch. Hat sich wirklich gelohnt und ich bin bis heute dankbar, das Gerät erworben zu haben und auch behalten zu haben. Man lässt sich ja nicht immer abschrecken. Das ist das Gute daran, wenn man so ein bisschen technikfanatisch wie ich ist. Ich habe dann irgendwann dort gesessen und habe gesagt, das S6 war wirklich, also das Tab S6 Lite war wirklich eine blanke Enttäuschung. Wird Samsung was Besseres nachbringen? Wird das S7 besser? Es gibt ja kein S7 Lite. Vielleicht auch wohlweislich nicht. Ich bin froh, dass es keins gab. Es hat mich ein bisschen dazu genötigt, ein paar Euro mehr auszugeben, aber die haben sich wirklich gelohnt. Und da kam bei mir das auf die Matte. Das Galaxy Tab S7. Galaxy Tab S7 heißt, ihr habt ein hervorragendes 11 Zoll Tablet, leider auch kein OLED-Display, sondern ein normales IPS-Display, aber mit einer wirklich tollen Auflösung, allem drum und dran. Es ist ein Digitizer dazu, auch von Samsung passend, wirklich schön. Es gibt verschiedene Farben. Ich habe mich entsprechend meines Note 20 Ultra habe ich gesagt, ich nehme das Ganze auch in Mystic Bronze wieder. Und ich muss sagen, das ist schon ja, eine Paarung, das Note 20 Ultra und das zusammen, das macht was her. Guter Prozessor, guter Speicher, das ist ein Snapdragon 865 Plus drin. Der liefert wirklich Leistung, also ihr kommt damit gut voran. Es hat ordentlich Arbeitsspeicher, es hat 128 GB Speicher, gibt nur die eine Variante. Könnte ein bisschen mehr sein. Andere Seite ist, es gibt einen MicroSD-Slot, das heißt, ihr könnt das Ganze mit MicroSD nutzen. Was ist das Tab S7? Gibt es nur mit, das fand ich ein bisschen ärgerlich, nur mit LTE. Hier hätte ich mir gerne 5G gewünscht. Warum bei einem großen Gerät im 12,9 Zoll Exemplar, das heißt das normale 7 Plus, da bietet man 5G an. Leute, warum nicht in dem? Das verstehe ich nicht. Also da frage ich mich immer, es gibt ja nicht alle Leute, die ein großes brauchen. Ich nutze ja das große, mein Leitschiff, ja mein iPad. Mein iPad Pro 12,9. Und ich wollte da auch nicht weg von der Sphäre, weil nicht alle Software, die man bei Apple kriegt, gibt es auch für Android. Auch mal umgekehrt. Wenn du zum Beispiel zur Fotobearbeitung Affinity Photo. Affinity Photo gibt es für Mac und für Apple und sonst was, aber eben nicht für ein Android-Gerät. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, ich kaufe mir ein Tablet von Android und mit Android auf dem System, dann habe ich ein Problem. Und da muss ich sagen, Leute, geht gar nicht. Könnt ihr nicht machen. Betriebssystem, was drauf ist, ist 10er standardmäßig drauf. Mittlerweile sind sie aufs 11er geupgradet. Also das hat auch tadellos funktioniert. Erlebnis, ja, hat man. Ich kann damit sehr gut arbeiten. Ich bin absolut variabel. Es ist von der Größe her gut, eine tolle Verarbeitung. Und jetzt kommt das Schöne. Das Teil hat einen Fingerabdruckreader auch. Das heißt, ihr habt nicht an der Seite, sondern oben. Die Kamera befindet sich in der Mitte oben im Querformat. Das, was ich auch schon mal bei dem iPad Air damals bemängelt habe, das hat das in der Position, wo ich es mir wünsche.
nachdem ich im Querformat arbeiten zu niemals mit einem Tablet meistens auch macht. So, hier ist es wirklich so, das Gerät ist halt nicht für Hochkant gedacht, sondern es ist wirklich für Querformat gedacht. Und das sieht man ihm an. Tolle Lautsprecher drin, AKG-Sound, der funktioniert wirklich top, da gibt es gar nichts. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, die Kanten sind gut gemacht, aber ich habe das Gefühl, sie sind etwas schärfer als beim iPad. Da wäre so ein, ich sag, ein Grad noch besser machbar. Ansonsten top Verarbeitung, top Qualität. Was mir gut gefallen hat, es gibt auch hier dazu ein entsprechendes Typecover. Das heißt, man hat eine Rückseite mit einem Stand. Das heißt, ihr könnt das Tablet ordentlich hinstellen. Das gibt es auch ein Video bei mir dazu. Und eine Tastatur, die leider nicht beleuchtet ist. Da ist Apple besser dran. Aber auch das als tolle Ergänzung. Dann gibt es das Ganze in einem sogenannten DeX-Modus, wenn man das anschließt. Und dann hat man im Endeffekt wirklich ein kleines Laptop vor sich und eigentlich kein normales Android-Tablet mehr. Also hier muss ich sagen, tolles Gerät. Preis auch nicht billiger als ein iPad. Also da wollen wir einfach mal deutlich reden. Ihr könnt ein iPad Air kaufen oder ihr könnt das kaufen. Ihr habt aber eigentlich einen Unterschied. Das ist eher die Pro-Variante zum Preis vom iPad Air. Also, Beurteilung meinerseits. 2 Daumen hoch. Tolles Gerät. Ja, was wird uns dieses Jahr von Samsung-Seite erwarten an Videos? Das kann ich euch noch nicht mal großartig sagen. Das S22 Ultra wird es wahrscheinlich nicht werden. Nehme ich auch ganz unverhohlen zu. Dafür bin ich mit Samsung nicht mehr so recht im Reinen. Das S20 Plus war für mich eine herbe Enttäuschung. Da hat Preis-Leistung einfach aber gar nicht mehr gepasst. Samsung hat versucht, Apple bei den Preisen zu überholen, hat aber im Endeffekt bei der Ausstattung dann massiv gespart. Das fand ich wirklich mehr als negativ für mich als User. Und ich weiß nicht, ein Ultra ist mir einfach mit 1500-1600 € rum, das ist mir einfach dann zum Schluss zu teuer. Also da bin ich ja selbst beim iPhone 12 Pro billiger. Das heißt, was da kommt, weiß ich nicht. Es kann gut und gerne sein, es heißt wohl, dieses Jahr soll es ein Tab S8 geben. Wenn das S8 kommt, kann sein, dass das S7 gegen das S8 getauscht wird. Das wird wahrscheinlich aber eher bloß ein Prozessor-Upgrade sein oder ein kleiner Unterschied, was die 5G-Technik angeht. Das wäre das, was mir mich immer das finale Fünkchen wäre, hoch an der Technik. Ansonsten, ich kann noch nicht sagen, wo da die Reise dieses Jahr hingehen wird, was das ist. Aber es wird mit Sicherheit auf den Herbst ein Video für ein Samsung Mittelklasse-Gerät geben. Das heißt einfach mal ein Mid-Price-Handy aus dem Hause Samsung. Und da schauen wir, was da dieses Jahr noch so kommt. Also auch Samsung wird dieses Jahr wieder auf meinem Kanal präsent sein. Kommt darauf an, was dieses Jahr noch an großen Überraschungen kommt. Bei den Premium-Handys hat sich Samsung ja leider, wie ich schon sagte, ein bisschen rausgekickt bei mir. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Feedback hat euch ein Stückchen genutzt. Wenn ihr Fragen habt, dann wie wild Kommentare schreiben. Ich gebe mir Mühe, sie möglichst zeitnah zu beantworten. Es dauert manchmal ein paar Tage, bis zu einer Woche kann es sein. Ich bin nicht immer jeden Tag am Rechner hier zu Hause. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fragen gerne zukommen lasst. Ich beantworte sie sehr gerne. Ansonsten sehen wir uns hier in Kürze wieder. Also bis zum nächsten Mal. So, euer Erzgebirge 80, euer Matthias.